Hallo, ihr lustigen Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen zurück zu der Long Dark, wo ich immer noch versuche, diesen Bär anzulocken. Zwar nicht so, dass er auf uns losstürmt, sondern er soll einfach nur kommen. In unsere Richtung. Jetzt hat er uns, glaube ich, vernommen. Jetzt komm, put, put, put. Olles Vieh. Er soll sich nicht aufrichten. Er soll einfach nur in unsere Richtung kommen. Und die Krähen krähen schon warnend. Das ist ja auch alles schön und gut. Ich will einfach bloß, dass er kommt. Dass ich von meiner sicheren Warte aus auf ihn schießen kann. Wohlgemerkt, ich hoffe, dass es eine sichere ist. Da kommt er. Jetzt dreh dich schon wieder um, du blödes Scheißvieh. Also. What? Das ist jetzt scheiße. Ich glaube gar nicht, wie scheiße das ist. Manno! Ach nö! Na, ich kann ihn jetzt wieder nicht schießen, weil ich... Oh, ich kann mein Handgelenk nicht benutzen, wenn ich schieße. Es ist technisch völlig unmöglich, weil ich ein jammerndes Weichei bin. Wir brechen die Jagd wieder ab wegen Verstauchungen. Mann, ey. Jetzt habe ich mich schon als menschlicher Köder dahingestellt und jetzt kommt diese Kacke mit dem... Boah. Was diesem Spiel fehlt, ist eine Jagdpistole, eine Magnum. Es gibt ja auch wirklich Leute, die jagen mit Pistolen, ne? Habe ich mal mir sagen lassen von dem Jäger. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland erlaubt ist oder in Europa, aber es gibt... Orte auf der Welt, wo das alles noch erlaubt ist. Du darfst in Kanada ja sogar noch mit Pfeil und Bogen jagen. Ohne Witz. Das ist natürlich nicht geil für das Tier. Alles andere als geil. Aber in Kanada darfst du mit Armbrust und mit Pfeil und Bogen jagen. Ich meine, hier schießen wir auch mit Pfeil und Bogen, ne? Aber wir haben hier auch eine andere Situation. Wir haben ja die Situation, dass wir versuchen zu überleben und es gibt halt wirklich keine Zivilisation mehr, aber... Naja. Tierschutz ist auch relativ, ne? Also überall auf der Welt sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Okay. Wir haben es jetzt zweimal geübt. Wir kennen jetzt den Weg, wie man zum Bär kommt. Jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, bei den 3 Stunden Helligkeit noch mal länger da jetzt rumzugammeln da draußen. Echt nicht. Komm, knick noch mal um. Knick noch mal um. Verstauch dir noch den Hals oder sowas. Boah, das muss ja scheiße sein. Entschuldigung. So, wir tapseln jetzt darüber. Und werden jetzt einfach hier die Nacht verbringen. Vielleicht haben wir ja Glück und der... Ich gerade schon sagen, hallo. Vielleicht haben wir ja Glück und der Bär ist morgen hier mal wieder ein bisschen mehr unterwegs. Ich wäre Fan von dem Gedanken. So, was wollen wir essen? Ich nehme das hier einfach mal an mich. Haben wir Medikamente? Ich glaube, nein. Aber wir können welche machen. Und wie gesagt, auch von dem Gedanken bin ich jetzt echt Fan. Aus diesem Grund nehme ich jetzt hier einfach mal das Holz an mich. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Too heavy. Too heavy, behauptet er einfach.
Den Beweis blieb er schuldig. So. Hier haben wir auch das Öfili. Das wir jetzt hier auch benutzen werden in diesem Kontext. Setzen uns hier schön hin. Und fackeln jetzt hier mal das Ding an. Ach ja. Machen wir uns erstmal schön warme Gedanken. Ich würde mir wünschen, ich wäre vorher nicht so faul gewesen und hätte mir den Ofen angemacht. Selber schuld. Ihr sagt's ruhig. Selber schuld ist er. Ja, ist doch wahr. Der Mörb ist selber schuld. Und, naja, wie gesagt, dann mache ich mir jetzt einfach warme Gedanken. Ich stelle mir einfach vor, wie geil jetzt das wäre, hier Feuer zu spüren. Die Wärme eines Ofens. Mann. Oh, schmelz. Da schmelze ich wie das Holz dahin hier, ne? So, wir machen jetzt hier Hagebutte. Und wir machen viel davon. Denn wir haben schließlich sehr, sehr viel Lackpurling-Tee. Aber wir haben wenig Hagebutte. Außerdem wird unser Skill dadurch wieder besser, wie ich gerade eben sehe. Was toll ist. Schaut euch mal an, wie viel wir davon hinbekommen. Innerhalb von der kurzen Brennzeit dieses Holzes. Ups, abbrechen. Schon die gesamte Hagebutte gemacht. Okay, krass, dann können wir es weitermachen mit Lackpurling. Wahrscheinlich geht uns jetzt auch gleich das Wasser aus. Nein, das kann. Aber das stört mich auch nicht. Ja, habe ich doch gewusst. Dass uns das ausgeht, wir machen einen Liter. Dann können wir nochmal 4 Stück herstellen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal was draufschmeißen müssen. So, nochmal so Tannenholz. Brennt ja schön lang. Und dann garen wir weiter. Was mich jetzt gerade eben wieder daran erinnert, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Ach, was soll's. Abendessen. Manchmal habe ich so Momente, so der Magen knurrt und ich denke mir einfach quasi, ach komm, ist doch egal. So, cool. Ja, was mache ich jetzt mit dem Holz? Ich sag's euch, was ich mache. Verschwenden. Feuer machen, yeah! Wir sind jetzt in der Anfänger, im Anfängerlevel. Ich finde, dafür, dass wir so anfängerisch sind, haben wir eigentlich schon sehr, sehr viel... Ach, ich knie immer noch. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum ich so langsam bin. Ist doch überraschend warm dafür, dass es so spät ist. So. Was sagt denn das Dingens? Wir brauchen 4 Stunden Rast. Hier sind es 2. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, dir das Zeug jetzt unbedingt gleich wieder zu verbrauchen. Das halte ich für ziemlich sinnbefreit. Jetzt haben wir 3. Ja, so können wir es machen. Das ist eine gute Aufteilung. Wobei ich am Überlegen, das Essen haben wir noch hier. Wasser brauche ich ohnehin noch. Kann ich nochmal 1,5 Liter da rausholen. Das heißt, ich kann auch nochmal ein paar Tassen da reintun. Wir brauchen ohnehin nicht mehr als jeweils eine davon. So. Es ist so dunkel. Kiste. Bett. Gut, wir bewegen uns nicht mehr. Wir haben das Bett gefunden. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch in den Bär zu schießen. In 3 Folgen. Oder so.
Vielleicht lässt das Spiel das jetzt tatsächlich mal zu. Aber wahrscheinlich haben wir jetzt Sturm und wir können gar nicht erst raus. Klingt fast so, ne? Einfach mal nachts aufstehen und was essen. Also das habe ich noch nie gemacht. Also ich bin noch nie aufgestanden, weil ich Hunger hatte, dass ich noch was essen musste, dass ich noch was gegessen habe. Sondern was ich schon mal gemacht habe, ist, du kurz vorm ins Bett gehen magst, boah Gott, habe ich einen Hunger. Und dann nochmal quasi so eine halbe Stunde vorm ins Bett gehen, nochmal was zu essen. Aber alles andere halte ich für schon... Naja, interessant. Tja, woher habe ich das gewusst? Super. Das bringt uns so gar nichts. Ich warte einfach. Oh ne, warte mal, ich habe eine Idee. Wir haben ja Möglichkeiten. Yeah, wir müssen ja nicht sinnlos. Wir können ja wirklich sinnvolle Dinge tun. Seltener Moment. Murph tut sinnvolle Dinge. Ja, kann man nicht ernst nehmen. So, Survival. Wir lesen jetzt hier das Buch. 2 Stunden. Wenn es danach immer noch stürmt, machen wir weiter. Es stürmt immer noch. Stürmt immer noch. Es stürmt immer noch. Oh, aber das Buch ist voll fertig. Ich mach das Buch fertig, zum Minna! Oder so ähnlich. Ja, das Buch ist durch. Ich bin mit dem Buch durch. Und der Sturm scheint sich relativiert zu haben. Cool. Gucken wir mal ganz, ganz kurz mal auf unsere Stats. Wir haben jetzt Kadaver zerlegen auf Level 3. Du kennst dich gut mit Kadavern aus. Du bist schnell und bekommst die besten Teile, ohne sie zu ruinieren. Du verschwendest weder Zeit noch Fleisch. Was ich gut finde. Was ich mir überlege, ist, dass ich tatsächlich den Bär ausnehme, einfach nur um den Skill zu verbessern. So, Kochen haben wir auch schon Level 3. Du bist ziemlich ein guter Koch. Du hast ein paar Methoden entdeckt, um auch ohne moderne Utensilien und Geräte zurechtzukommen. Feuer machen. Ja. Ach, brennt auch länger. Oh, okay, das wusste ich nicht. Flicken, Gewehr, Schusswaffe. Gucken wir mal, wie es draußen noch vom Winter ist. So können wir arbeiten. Wir sind nämlich auch kurz davor, jetzt hier mit dem Gewehr auch irgendwo auf ein Level zu kommen. Das ist meiner Sicht, ja, schön ist. Level 2. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das alles beeinflusst. Ich schätze mal, es beeinflusst sicherlich auch... Vielleicht Ladehemmungen? Ich hoffe nicht. Aber es würde Sinn machen, wenn es uns die Ladehemmungen gäbe. Jetzt läuft da unten der Hirsch schon wieder rum. Den wir aber gar nicht suchen. Wir sind immer noch auf diesen Bär fixiert. Weil ich auch dieses blöde Fell von ihm will. Mann. Es gibt so geile Sachen. Man kann den Bärenschlafsack bauen. Man kann den Bärenmantel bauen. Und den will ich halt einfach mal gebaut haben. Ich habe einen Bären vor der Nase. Direkt vor der Flinte. Und der kooperiert einfach nicht, die Sau. Muss man halt echt mal so hart ausdrücken. Mhm. Hören tue ich auch noch nicht. Ich muss den so lange baiten. Die ganze Strecke müssen wir baiten. Bis der dabei ist, ist viel bis zu 60 Stundenkilometer schnell. So ein faules, unkooperatives Ding. Aber zetern und schimpfen bringt ja nichts. Hier noch ein paar Stöcke, die es mit. Das ist natürlich immer ganz, ganz gut als Anzünder. Jetzt höre ich ihn.
natürlich gucken, wo er sich gerade hier direkt rumtreibt. Bevor ich noch näher gehe, der kann ja überall sein. Da unten ist er. Jetzt komm her. Er dreht um, er hat uns bemerkt. Oh, jetzt muss ich aufpassen, wir haben Gegenwind, wir sind nicht mehr so schnell. Wegrennen wäre sowieso jetzt voll scheiße. Zumal man der feine Bär gar nicht wegrennen kann. Der ist ja schnell wie ein Auto. Komm, Bärchen, Bärchen, Bärchen. Put, 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 put. Nein, eigentlich ist es eher von Hühnchen, ne? Er kommt. Ich bin noch in der Reichweite, wo er mich riecht. Vor allem... Richtet sich sein Geruchssinn auch nach der Windrichtung? Frage ich mich gerade so ein bisschen... Ich meine, es wäre ja in seiner Windrichtung, ne? Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass der Berg kommt. Ich gehe schon mal ein Stückchen weiter. Auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht mehr sehen kann. Da kommt er. Der erfolgt noch, erfolgt noch. Er ist an uns dran. Geben wir ihm kurz mal ein bisschen Zeit. Ja, Bären sind halt wirklich eher so die gemütlichen. Das ist schon ganz realistisch, dass der jetzt hier nicht gleich losbrennt. Der hat uns erstmal gerochen. Ich meine, gut, auf die Distanz würde er schon längst in echt was tun. Das Spiel simuliert halt einfach letztendlich die Distanzen und rechnet die halt im Modellmaßstab halt runter, ne? Er scheint wirklich auch so ein bisschen unserem Pfad zu folgen, oder? Gibt es wirklich Duftspuren für Bären in dem Spiel? Bärchen, Bärchen? Das ist schon erschreckend nah, ne? Langsam aber sicher sollte er auch mal eindrehen. Jetzt geht der hinter das Ding da. Okay, er ist schon wirklich sehr nah. Wirklich sehr nah. Gleich sind wir da. Wir haben schon über die, also er hat schon über die Hälfte zurückgelegt. Wir haben jetzt schon fast, glaube ich, 3/4. Er versteckt sich. Da ist er wieder. Er kommt. Hä? Ist geil, guck mal. Drehen, drehen, drehen. Die vektorielle Berechnung des Bärs kann man hier wunderbar sehen. Die Programmierung ist zu sehen. Nicht lustig. Gut, liebe Leute. Das war's wieder von dieser Folge. Mit der Bärenjagd geht's im nächsten Völkchen weiter. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.